about this. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Ich muss hier jetzt nur noch kommen. Idiotin! Okay. Hey, was? Das war's! Stirb! Was gefunden? Bisher nicht. Es sind eigentlich nur zwei Gegner. Hier sicher ist. Alarm! Hier drüben! Was war das denn? Klingt nach Ärger. Da! Mann, Alter! Warum ist der nicht mal so ein bisschen? Was soll der Mann, das Scheiße? Nehmen. Was ist das für ein Blödsinn? Was ist das denn? Warum kann ich nicht aufstehen? Aber er war doch so schön. Es ist Diodorus, arme Seele. Irgendwas? Nichts. Alter, geht doch, Mann. Heftig. Chere. Hallo, Sefo. Morias Paraskevasma, da du dann ist. Ich habe eine neue Montur. Ah, gut, die Badeausmontur, die brauche ich jetzt auch nicht. Alles klar. Das ist wohl, glaube ich, gerade.
Μάλα χέρε. Ω χέρε. Ιδιό. Τι συμβάν, παιδες. Ωραν. Quests. Irgendwann neue Ausrüstung. Oh, Quest. Eine Quest habe ich noch. Dann wäre es soweit. Oh. Mein Liebster. Die Schlange und Gennadius sind tot. Es war Eudorus. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Meine Frau. Meine Frau. Wird voll geschaltet. Konnte ich nicht lesen, danke. Dee. Hey, ich hab mich schon gefragt, ob ich dich raushole. Dein Adrenalin und Blutdruck sind erhöht und das beeinflusst deinen Puls und deinen Hormonspiegel. Serotonin und Oxytocin ganz besonders. Was ist denn da drin passiert? Sex. Aya ist hier. Wer ist Aya? Ayaks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Das ist sicher der Sicker-Effekt. Außer Bayeks Erinnerungen, erlebst du auch seine Emotionen. Nein, du Trottel, ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie? Und wann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe. Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Diana, nein. Dann kassieren sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Da. Was ist denn? Der Sicker-Effekt führt mich zu Aya. Oh, klasse. Treibstoff für deinen Superheldenkomplex. Okay, wo muss ich dafür hin? Ach, Aya. Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Was für ein Sprung? Du bist nicht in der Verfassung für irgendwelche Sprünge. Ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja, Gott sei Dank. Ich kann fast das Blut schmecken. Oh, okay, du redest ganz schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? T.
Tja, ich habe nicht vor, hier unten zu versauern. Was hast du jetzt wieder vor? Klettern. Und das ist schwer, also sei still, okay? Schön. Sag Bescheid, wenn du oben ankommst. Ja, ja. Okay. Ich glaube, das war nicht geplant. Ich gehe wieder rein. Wieso? Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Es geht um meinen Traum. Ich mache das auf meine Art. Verdammt, meine Papiere sind überall. Ups, etwas Wichtiges? Ja, die Notizen zum Animus. Ah, ich bin wieder da. Ich gebe Ayas DNA in die Kammer. Die Sequenzierung wird dauern. Du kannst dich nicht direkt mit ihr synchronisieren. Mit ihr? Spiel ich da mit ihr oder was? Layla, du solltest noch etwas wissen. Wenn du unkontrolliert Gensequenzen zusammenmischst, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Unvorhersehbar ist völlig okay für mich. Ja? Ich mache mir Sorgen. Das machst du immer. Ja. Kleiner Exkurs. Speicherathlet. Was ist denn? Die Schlange. Was, wenn er nicht der Letzte war? Natürlich war er der Letzte. Sie sind alle tot. Es ist getan. Wenn du noch Fragen hast, Apollodorus kann helfen. Er weiß alles. Und wo finde ich diesen Mann, der so viel weiß? Er ist bei Kleopatra, aber trifft zuerst seinen Kontakt beim Hippodrom. Hey! Ich sage Phanos, dass Gennadios tot ist und treffe dich später. Genieß das Hippodrom und verspiel nicht dein ganzes Geld da. Mach ich Hauptquest? Ich mach
auch eine Nebenquest. Ups. Ich vergesse mal, dass ich da auch in die Nebenquest reingehen kann. Fähigkeiten, ich habe Fähigkeitenpunkt. Wo? Da war ich 2. 2. 2. 2. Sogar ein. Das ist das passiv. Wenn du deine Gegner mit deinen Höchstleistungen tötest, hältst du EP. Ja, wie das heißt. Alles klar. Was mache ich denn mal? Ich mache mal so ein bisschen Nebensache. Das sind andere Spieler, weißt du? Und ich kann die Leute dann töten, von denen diese anderen Spieler getötet worden sind. Das ist erstmal interessant. So, mein halt anderes Ding. Bin ich eigentlich hier unten fertig gewesen? Das habe ich. Das interessiert mich nicht. Geiernest. Tier töten. Scheiß auf Tier töten erstmal. Oh, guck mal hier. Der Außenseiter Stufe 20. Sind tatsächlich sogar Bossgegner oder sowas oder Elite-Gegner. Also ne, ich kann schon hier die Dings machen. Hier ist die blaue Quest. Vermisste Arbeiter. Das sollen eigentlich irgendwelche Spezialquests sein. Hat man mir erzählt. Egal, gut, dann sammle ich erstmal die Papyrus. Wo ist das da? Das ist jetzt so weit, Digga. Das ist ja schon da vorne direkt. Komm ich da schon rein so, oder? Muss da von oben irgendwie rein hüpfen, oder was? Wahrscheinlich. Nee, von unten muss ich irgendwie rein. Genau, warum klettert genau an diese Stelle hin, oder? Alles klar. Das habe ich. Dann gehe ich mal dahin. Die Wachen hier sind sehr offen.
was? Hast du wirklich gedacht, du überlebst? Was für Arsch, Alter. Alarm! Liebe Götter, das war mir zu knapp. Deine Zeit ist so. Ich dich doch, Alter. Könnte deinen Tod ganz genüsslich in Szene setzen. Man kann ja nicht vernünftig kämpfen in dem Spiel. Du greifst an, statt dass dein Angriff landet, landet er seinen Angriff und tötet dich. Macht keinen Sinn. Wir waren die Ersten. Die Ersten, die Götter sahen. Die Ersten, die ihre Bestien zähmten. Die Ersten, welche die Seele vor dem Bösen schützten. Wir haben uns dieses Land untertan gemacht und errichteten ein Imperium. Doch nun liegt ein Raunen in der Luft, von einer Bruderschaft im Schatten. Sie sind die Ersten, die diesen Namen tragen. Sie nennen sich Assassinen.